Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal, also folgen gleich. Jo, und wir machen jetzt mal Gilde 2 gegen die Reanimators. It's Rumble Time. Müsste Rumble Nummer 4 sein. So, und dann haben wir gegen Lial Daddy. Okay. Lial Dade. Date. Lial Date. So. Ja, das ist... Kann ich eigentlich jetzt schon wegskippen. So. Und eine glatte 100. Weiter geht's. So, nächstes Match. Ziemlich einfacher Gegner. Warum geht sich das jetzt da hinten auf? Okay. Gegen Brandy C. Brandy C. 82. Brandy C. 82. Ja. Brandy C. Brandy. Vorsicht, dass du mir nicht mit dem Ding da über die Füße fährst. Das hier nicht. So. Ah, da wäre ich mir nicht so sicher. Du hast gerade voll komisch geredet. Egal. Ich weiß. Die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Egal. Ja. So, dann haben wir hier den Bender. Bending School. Ah nein! Ich wollte da nochmal... So. Oh Gott. Ich wollte nochmal zurück. Oh, egal. Mal hätte ich Pimp My Slay draufgesetzt, wäre die Karte gleich von vornherein weg gewesen. Oh mein Gott! 95, 5 Punkte dadurch liegen lassen, na gut. Hat er einfach die Karte gesetzt hier. Verdammt mich nochmal! So, also weiter geht's. Von was ist diese Stimme? Sage ich jetzt besser nicht. Warum? Wahrscheinlich wird es jeder andere außer dir wissen. Und wird sich denken, oh mein Gott, peinlicher geht's jetzt nicht mehr. Oh, jetzt hat er den Tiefpunkt erreicht. Oh. Damit bin doch ich gemeint, Mann. Oh. So, also. Arcturanisches Kung Fu. Tritt in die Leisten. Und Philip J. Fry. ASDFGH, dann einfach mal, guck, ja, was hier gemacht, guck, ASDFGH, JKLÖE. Ja. Wie kommt man darauf, sich so zu nennen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gleich. Keine Ahnung. Gleich. Keine Ahnung. So, weiter geht's. Achso Leute, sorry, gestern unter dem Video war leider nicht gleich YouTube verlinkt. Okay, weil es kein gleich YouTube gibt. So, also. Ja, die sind hier relativ easy. Easy, simpel, einfach. Ach, ich weiß nicht, wie viele Begriffe ich dafür noch finden kann. Die sind easy, simpel und einfach. Genau. Was? Ja. Probleme? Und das alles auf einmal. Probleme? So. Oh, Super Dance Call! Hank Hill! Nein! Was? 97. Mann! Bam, 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 bam. Oh, Junge! Was denn? Guck dir das an! Ja, das verlierst du wohl. Ja, warum wohl? Weil du schlecht gespielt hast. So! So, dann geht's dir nochmal 100 mal besser! Oh, das, so ist der Tag geil. Also, hör auf! So, Mist, hör auf! So, ich will hier kein Match verlieren. Als er noch der Tode kommt, da ist es mir ehrlich gesagt wurscht. Aber, da ist es dir egal. Der, dass du es gewinnst, der war auf dem ersten Account. Das muss so, da würde ich auch mal sagen, dann mache ich auch mal den ersten Count mit rein. Nein! Doch. Nicht, nein, von der nicht, Zeit das, her, nicht deswegen. Das meine ich ja nicht. Nein, aber von der. Ja, doch. Ist ja gut. Ich habe mir rennt die Zeit davon. Ja, bei mir.
du hast 24 Minuten für zwei Accounts. Ja, aber du weißt, dass der erste Account extrem langsam ist. Kannst du gerade mal kurz das Bild daraus machen? Natürlich. Nur mal kurz das Bild, so, und dann... Extra nur für den gleichen. Dankeschön. So, bist du nicht drin da? Ja. Und nun sehen Sie ein Account, der ziemlich, ziemlich bad ist. So. Auf der rechten Seite. Geht er gleich? Jetzt geht's los, okay. jetzt geht's los. Und hier kämpfen wir in Gilde 1 gegen die Beer Buccaneers. So. Das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Es gibt jetzt hier diverse Optionen für mich. Ich mache aber hier hinten das 300-Dollar-Messer. Und damit wird er seine Probleme bekommen, da vorne. So, das ist nämlich jetzt gleich auch schon durch. Zack. Na. Einmal noch. Machen wir mal den hier. So, jetzt geht's los. Also jetzt haben wir hier auf der rechten Seite unseren Kampf. Tina Tackle, Horse Rider Tina, Terrestrial Cycling wäre auch eine Möglichkeit. Der Gender Bender. Ich bin mir aktuell gerade nicht wirklich... Ich fange mal mit der Tina an und dann gucken wir einfach mal. Ja, Tina habe ich zwei Optionen. Ich kann entweder eben hier mit Terrestrial Cycling... Ah. Das ist natürlich eine super Sache. Dann hat die Horse Rider Tina nämlich schon gleich viel mehr Angriff. Nach der oh. Und oh. Weiter geht's. Ja, jetzt haben wir den Jealous Bobby. Und hier hinten die. Fangen wir mit der Tina mal an wieder. Oh, das hat ja wunderbar gepasst. Gepasst. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wenn das Weapons, XYZ. Oh, komm mal hier. Ja. Bender. Oh. Ich setze den jetzt erstmal neben dran. Ah ja, da kommt jetzt trotzdem nichts mehr großartig. Alles klar. So, weiter geht's. Mit einer glatten 100 da links. So. Scott P. Was ist denn das? 91. Was? Level 13er. Okay. Ein Level 13er. Okay, da würde ich mal sagen. Schauen wir mal, was wir mit dem Level 13er so anstellen können. Hier habe ich I am Mona. Und oh. Okay, das könnte jetzt ein bisschen schmerzhaft für ihn werden. Ich mache jetzt als allererstes neben dran den Irek Lobster und lasse. Das ist echt jetzt harter Tobak. Ja gut, da komme ich aber jetzt ja diesmal durch. Holy shit, komm, das reicht. So, und? Jawohl. Alles klar. Und jetzt haben wir es geschafft. Gegen Scott P. Sorry, wenn ich dann mal so zwischendrin plötzlich mal so einen kurzen Aussetzer habe. Da versucht mein Hirn das zu verarbeiten, was es da eben gerade vor sich sieht. Und ja, die kleinen grauen Zellen versuchen dann eine Lösung für das Problem zu finden. Und das kann dann zu einem Linebuffer-Overflow führen. Unter Umständen, im schlimmsten Fall, habe ich einen Bluescreen bei mir. Einen Blue Screen of Death. Weiter geht's. Jetzt haben wir hier den Home Ec Teacher. Finde ich natürlich auch mega nice.
Und er sollte eigentlich jetzt auch reichen. Da wäre die auf jeden Fall gleich mal weg. Das Schnuggelchen da vorne. So, ja, so werden wir das tun. Und dann passiert da vorne nichts mehr. So, also, dann haben wir jetzt hier. Okay, nochmal den da. Alles klar. Also. Fahrtschool Jimmy Junior. So, Torchwood von den Bier Buccaneers besiegt. Okay, eine glatte 100 geholt, das ist nice. Jo. Ja, Mann. Da haben wir noch hier die Stuffington Academy drauf. Ist ja wurscht, aber. So, ich habe täglich 5 Kombos gespielt. Juhu, wie schön. So. Jetzt gehen wir hier mal ganz kurz da links durch. Wow! Alter Vater, Hussein! Auf Platz. Was ist denn? Hussein? Hussein, was ist denn jetzt passiert? Wow! Ist noch gar nicht so lange da. War, glaube ich, mit Level 10 oder 11 zu uns gekommen. Auf Platz 1. Vor Ken Berger, Gabriel, Dreifuchs, Phobos, Stewie, Oschi, Snorts, Magolo 500, Real Hasknecht, Pepito Grill, Georgios, Alexander, Tobeli, Manu Baja, Zardos, Player, Andrelo, Simal, Marunga, Albert, Mark Foul, Brownie Nerf, Woban, Dante Mann, Max, Blaze to Tear, Eisenzwerg, Ruffy, Albertus, Homer, ja, ich habe mehr, mehr, aber Slim G, Lord Universe, Eat Fresh Food, Devini, Tinu, Axel, Nüsse, Quarkmüller, X-Strike, Alex und Badass Charlene. Damit hatten wir 43 in Gilde 2. Von denen haben gekämpft, wie viele? 19. So, jetzt gehen wir mal da raus. Und dann kümmern wir uns mal nur um den. Nur mal gucken. Oh, das ist das hier? Nein, das ist da. So. Und dann gehen wir da mal raus. Aus dem R-Server. Okay, jetzt müsste ich da raus sein. Gell? So, dann gucken wir mal. Wie sieht es jetzt aus, wenn ich das wieder reinmache? Jo! Oh. Alles ein bisschen verzogen hier, würde ich sagen. Alles ein bisschen verzogen, aber macht nichts. Alles nicht schlimm. Man ist halt ein bisschen kleiner. So! Reicht immer noch nicht, gell? So, also. Habe ich jetzt die Ecke erwischt. Ah! Geh fort. So, weiter geht's. Noch 7 Matches habe ich jetzt hier. Also. Roteiro von den Bier Buccaneers. Ja, das ist natürlich eine geile Sache, ne? Wenn die Flügelmutter erstmal am Start ist, ja, dann. Bleibt da kein Stein auf dem anderen. Flügelmutter Lila. 33 Schaden jetzt noch. Gleich 46 Schaden in der nächsten Runde. Dann macht das still Chicken Fight. Jetzt wird es natürlich ein bisschen eng. Aber das Ding haben wir überstanden. Jetzt kommt Fahrtschool Jimmy Junior, weil der Chicken Fight hat auf meine. Auf meine zweite Karte geballert. Und dadurch, das war glaube ich Rogers Kleiderschrank. Und dadurch wurde die Flügelmutter Lila verschont und konnte dann ihren tödlichen Flügelschlag zum Einsatz bringen. So, also. 91. Jo. Yo Daddy, yo Daddy, yo, yo Daddy, yo Daddy, man. Alles klar. Weiter geht's. 13 Minuten noch und ich habe noch 6 Matches zu spielen. 35, 8, 4, 5. Sieht gut aus. Yep.
So, Bathead. Bathead. So. Diorama Gene. Ich denke, der Diorama Gene ist jetzt hier gerade aktuell das Beste, was ich ausspielen kann. Damit müsste ich wahrscheinlich bei dem seiner Spielstärke, so wie ich das Ganze einschätze, sofort einen First Hit hinknallen. Genau, so war es auch gewesen. Dann habe ich die Lila noch als nächstes. Jetzt haben wir 21 Push von der Seite noch. Und ja, was soll da jetzt noch großartig passieren? Da passiert nämlich jetzt gar nichts mehr, außer dass Bathead ja seinen Kopf zurück ins Bett stecken kann. Unter die Bettdecke und weinen. Also. Als nächstes, wer ist unser nächster Gegner? Who's the next? Who's the next? Who's the next? So. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Auf geht's. Soprano 80, Soprano 80, Soprano 80, Soprano 80. Hier hätten wir dieses Chef Cat, Dingsdabumster, Munchies, Chief Cat, Munchies. Dann hätten wir Fart in a Jar, Turbofest Lila, Action Delivery Force Lila ist natürlich auch eine geile Sache. Und ich vermute mal, dass das, ich mache jetzt erstmal den Push von der Seite, dann gucke ich mir erstmal an, was da als nächstes gespielt wird. Ja, jetzt könnte das unter Umständen Sinn machen, hier die Action Delivery Force Lila zu spielen. So, und hier machen wir jetzt den Katana drauf, dann machen wir den Furz im Glas. Fart in a Jar. Ja, das Fetz hier im Glas. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. So, also, dann machen wir Rogers Kleiderschrank. Das ist auch sowas, ne? Rogers Kleiderschrank mit Roger. Müsste man eigentlich denken, dass da was mega Geiles bei rauskommt. Da habe ich damals so gefreut, als ich den Roger hatte und den Kleiderschrank, habe gedacht, wow, jetzt muss auch was mega Fettes. Das muss die Obermonster-Mörder-Kombo sein. Kommt sowas bei raus, ey. Naja. Da hat Congregate nicht so gut drüber nachgedacht, gell? Also, Wilde Gates. René, H192. So, das sieht einfach aus. 42 nur. Okay. Alles klar. Von mir aus auch das. Wie viele Löcher hast du noch? Noch drei, glaube ich, sind es. So, The Gaga Ball. Und dann haben wir den Bob. There's a Bob. Bob. Sorry, das mit Bob, das ist, hat sich bei mir so ins Hirn reingefressen. Es hat eine Bahnung gelegt. Da gab es damals mal eine. So, gibt es da diese Tele-Buy-Dinge da, was weiß ich, wo du was kaufen kannst übers Fernsehen. Und da war ein Teil gewesen, ich hätte mich fortschmeißen können. Und das eine war der Bob. Ja, und Bob, schau dir dieses wunderbare Gerät an. Wow, Bob! Oh mein Gott, Bob! Ja, mein Kumpel und ich haben dann in der Schule, waren wir dann nur noch auf dem Bob-Trip. Jeder war nur noch Bob. Ja, schon ein bisschen länger her, aber irgendwie geht mir das nicht aus dem Kopf raus. so ein Schrott. Na gut, hä? Snot Rocket und Bender? Roger? Gab's da jemals Snot Rocket und Roger? Eine Combo, die ich noch nicht habe? Moment mal, kann das sein? Gibt's das? Nein, kann nicht sein, oder? Ist dann. Warte mal. Da war doch eben gerade. Moment, jetzt muss ich mal schnell was gucken. Jetzt muss ich schnell was gucken hier. 8 Minuten. Oder. Ach komm, die 2 Matches mache ich erst noch und dann schaue ich nochmal nach. War der eben gerade echt? Muss ich mal drauf achten. Ah, das ist Notch Rocket Combo. Die ich noch nicht erforscht habe. Eine neue oder was? Super Dan.
So, dann haben wir Barb. Das ist Barb. Ne, mal Stuffing Academy. Das sind 38 Schaden und das sind 38 Schaden und das sind 38 Schaden und das sind 38. Aber hier bei Christmas Punch Out, erstens ist es dann die Fighter-Karte. Und zweitens ist es die Fighter-Karte und drittens ist die Fighter-Karte und viertens heilt er sich von selbst wieder. So, Marmalade gegen Super Dan. So, und das Ding, das haben wir gewonnen. Easy. Junge. Bob. Ein einziges Match noch. So, 36-3-3-8 gegen die Bier Buccaneers gewonnen. Das ist nice, gefällt mir sehr gut. Hier haben wir Pix 96. Oh, Lila. Mit den Liegestützen gibt dann die Flügelmutter, the mother of all Wingnuts. Die Flügelmutter Lila. So, dann haben wir den Bender. Geil. Und ja. Es gibt diverse Möglichkeiten auch hier wieder. Ich will jetzt den Bender wieder heilen mit dem Straßenräuber und deswegen setze ich das so rum, damit die Flügelmutter da vorne die 100 mir bringen kann. So! 100! Ja, Mann! Geil! So, jetzt schauen wir einfach mal rein. Was haben wir denn hier? So, bei denen haben gekämpft. Oh, immerhin 44. Okay, und bei uns haben gekämpft. Also, wow, Cuddly in der glatten 1000. Man, auch 44. Okay. Also, gucken wir mal. Cuddly, ne, glatte 1000. Congrats, man. Frankensee, Robert. Ah, Herr Gleich. 79. Ja, yeah, Mann, wieder auf Platz 5. Juhaha. Letztes Mal schon auf Platz 5 gewesen. Ich setz mich langsam durch. Juhu. In meiner eigenen Gilde. Chris, 88. Abdam, Bounty, Junkhead, Nutty Nate, Nero, Topdas, Mimo, Dietronic, Krankus, Ephiop. Gecko Moria, Thomas Cookie, Tularis, Tomek, Krabby, The King, Michael Strommi, Dennis, Olli, Z, Spider, Ulrike, Teklis, Der Pater, Ricky Spanish, Marlene, Sonja, Ja, Grumelli, Enska, Apokalyptika, Kings, Jojo, Manuel K, Gamer, Guy, Henny, Zes, Omaru und Barney. AK Maxi Max. Ja, damit haben wir das Ding hier gewonnen. Sieht echt gut aus aktuell. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare und in den Kanal. Schaut es nächstes Mal wieder an, wenn es wieder heißt Animations Rowdown mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.